Wir werden beobachtet. Von einer Tür. Nee, Mike, überhaupt nicht. Es gibt viele Open-World-Aktivitäten, aber die sind tatsächlich sehr erfrischend. Man muss sie aber nicht alle machen. Und die Main-Story und Nebenmissionen greifen alle gut ineinander. Und das Zaubern und Kämpfen macht unfassbar Spaß. Also brauchst du keine Angst haben, dass das Game sich verrennt in der typischen, in Anführungszeichen, Ubisoft-Formel. Auf gar keinen Fall. Das Spiel macht das viel, viel besser. Hier sollten doch irgendwo Pläne sein. Und an ganz vielen Ecken und Enden steckt viel, viel Liebe zum Detail. Das merkt man. Ganz stark. Wenn ich das korrekt übersetze, und ich denke, das tue ich, bauen sie an etwas ziemlich Großem. Aber woran? Sag mir, wenn du weitere Pläne oder Zeichen hast. Okay. Oh, wie komme ich denn? Ich habe mich ja so geisteskrank verdrückt. Erstmal hier den Gegner füttern. Na. Egal was, diese Mine ist zu klein dafür. Ich kann schon mal herausfinden, was sie hier unten bauen. Din, 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 din. Lass mich runter! Ich werde. Was hat mich getroffen denn? Von wo? Halt dich an mich. Ich habe schon Schlimmeres überstanden. Noch ein Kessel. Der Ort ist komplexer, als ich erwartet habe. Akir! Incendium! Revelio! Incendium! Revelio! Akir! Wir dürfen uns jetzt nicht darin verfangen. Incendium. Revelium. Hat er schon einen unverzeihlichen Fluch? Schau mal unten. Da. Zwei Incendium. Stück. Zwei Stück schon auf Tasche, Mimasche. Mir fehlt jetzt nur noch ein Zauber insgesamt. Eigentlich muss man direkt am Start vom Fight. Ja.
Ich bleib dabei, es ist so OP, einen Gegner. Einen Gegner in ein explosives Fass zu verwandeln. Es ist so krank, Digga, wie OP man ist. Lol. Oh, die werden so totgefickt. Bruder. Waren sicher die letzten Armeen. Das ist so turbo-busted. Holy shit, sowas habe ich echt ja noch nie erlebt, Mann. Rivelio. Die Armen, ja, irgendwie schon. Rebellion. Wir wollen ja nicht gesehen werden, oder? Alleine der Sound von der Türe, ne, der klingt so gut. Das Game hat so eine gute Soundkulisse. Das ist nicht gut. Sie bauen riesige Bohrer. Sogar zu groß für diese Mine. Verschwinden wir und erstatten Loch noch Bericht. Merlins Mantel. Ich muss erst mal kurz durchatmen. Das war etwas zu viel für mich. Gut, dass du mitgekommen bist, Amit. Wir kennen jetzt ihre Pläne und können verschwinden. Rivelio. Incendio. Wir sind fast draußen, Amit. Sieh mal, der Aufzug. Ein willkommener Anblick. War auch wieder eine schöne Mission. Schön viel Gefeite. Können wir darüber reden, was gerade passiert ist? Slow, ich habe mich Carsten Potter selber genannt. Das Spiel hat aber mit der Harry Potter Lore nichts zu tun. Die bedienen sich nur der sogenannten IP, also der Welt. So, Chat, wir machen nochmal eine Pinkelpause. Bin gleich wieder für euch da. Kuss. Einfach schon Stufe 28.
gebe diesen einen Punkt immer auf, noch, weil ich nicht das weiß. Das war halb so wild, oder? Waren wir den Doch, war es. Avada. Ich fürchte, ich hatte genug Abenteuer für einen Tag. Bekommen. Vielleicht sogar für mein ganzes Leben. Danke, Amit. Ohne dich hätte ich es nie einen geschafft. Tag. Wenn es dir nichts ausmacht, ein Streaming-Tag. Muss ich jetzt mit Lodgok sprechen. Verstanden. Dann lasse ich euch allein. Ihre Kobold-Geheimnisse sind bei mir sicher. Doch irgendwann schreibe ich ein Buch über dieses Abenteuer. Ohne weitere Umschweife, lebt wohl. War eine schöne Fighting-Mission. Revelio. Sie bauen gigantische Bohrer. Wir haben ihre Pläne gefunden. Ranrock wird bestimmt nach den Behältnissen suchen. Ich fürchte, da haben Sie recht. Abgesehen von Schloss Rookwood weiß ich aber nicht, wo er zu suchen plant. Ich habe über noch etwas nachgedacht, was Sie draußen gesagt haben. Ja? Wenn Sie Ranrocks Ansichten teilen, warum helfen Sie mir dann? Ich hielt Schloss Rookwood für verlassen, als ich mit meiner Suche begann. Ich hätte nie gedacht, dort eine Hexe anzutreffen in einer improvisierten Forschungsstätte. Sie hat so konzentriert gearbeitet, dass sie mich fast nicht bemerkt hätte. Als sie aufsah, dachte ich, sie reagiert mit Angst oder Verachtung. Aber sie tat etwas, was ich nie vergessen werde. Ohne eine Sekunde zu zögern, lächelte sie und bat mich, Platz zu nehmen. Sie sagte, sie sei Forscherin und zeigte mir einen kleinen, seltsamen Behälter mit einem fremdartigen Symbol. Sie meinte, er sei aus Koboldmetall, aber konnte ihn nicht öffnen. Sie wollte zusammenarbeiten. Miriam. Ja, aber woher... Professor Figgs Frau. Er hat von ihrer Forschung erzählt und ich weiß von dem Behälter. Wie ehrfürchtig sie von Kobolden sprach. Ihrer Intelligenz und ihren Talenten, damit hatte ich nicht gerechnet. Nie haben mich Hexen oder Zauberer mit so viel Respekt behandelt. Und, zu meiner Überraschung, ließ ich sie den Behälter untersuchen, wenn ich mich dafür im Schloss umsehen durfte. Wir trennten uns und sie versprach, ihre Erkenntnisse zu teilen. Mehr von Renrocks Leuten kamen und wir begannen zu graben und fanden schließlich das erste Behältnis. Renrock war erfreut über uns. Chat, ihr denkt auch, ihr immer seid witzig mit euren Nasenwitzen. Ich habe eure scheiß Kuchenmütter gefickt. Versteht ihr das? NPCs, Alter. Ich sollte keiner Hexe vertrauen. Morgen schreibt mir wieder eure Schwester und schickt mir stabile News. Schön ein paar Arschlochbilder, Digga. Du glaubst, Renrock hat sie ermordet? Mein Gott, ey. Wie kann man so sein, Digga? Ich will es nicht glauben. Aber... Ja, der hat eine große Nase! Ich weiß nicht. Meine Fresse, Digga. Danach 14 Jahre alt. Etwas in mir. Ich hatte erlebt, wie die Macht der Behältnisse Renrock verwandelt hatte. Und alle anderen auch. Da konnte ich nicht länger mitspielen. Danke, Lodgok, dass Sie mir das sagen. Ich sage Ihnen das, damit Sie verstehen, was auf dem Spiel steht. Lass ich quatschen, Bruder. Renrock hat Bradbaugh's Bücher nie alle gefunden. Juckt ja eigentlich nicht, aber dann schaut man in den Chat und liest halt 50 Mal denselben dass Joke. Dass Bradbaugh irgendwie ein Behältnis gebaut hat, das noch größer ist als das unter Schloss Rookwood. Ihre heutige Entdeckung beunruhigt mich zutiefst. Wenn Renrock erfährt, wo sich das Behältnis befindet, steht uns ein großer Krieg bevor, fürchte ich. Vor allem war es eine echt epische Szene, Mann. Ich finde heraus, was Renrock weiß. Renrock. Ich schicke meine Eule. Trotzdem, die Disse natürlich nicht böse gemeint. Nicht weinen also.
Wie geht's denn jetzt weiter? Port mich mal ins Schloss. Weiß jetzt Bescheid. Oh. Meine nächste Besenaufrüstung wird noch beeindruckender als die letzte. Kommen Sie schnell bei Spindwitches vorbei. Willkommen zurück. Hallo, Professor. Es gibt Neuigkeiten. Die Kobolde suchen etwas. Ein weiteres Behältnis. Sie haben für ihre Suche Bohrer gebaut. Sehr beunruhigend. Handelt es sich dabei um Dinge wie den zerbrochenen Behälter aus Schloss Rookwood? Ja, ich fürchte, wir haben keine Zeit zu verlieren. Schauen Sie auf die Karte. Zum Glück ist die nächste Prüfung nicht weit entfernt. Oh, endlich nochmal eine Prüfung, Chad. Let's go. Wie Sie wissen, war ich zu meiner Zeit Schulleiterin. Mein Porträt hängt im Büro des Schulleiters. Ich sah, wie Professor Black von ihrer Ankunft erfuhr. Und ich gebe zu, dass ich mich über sie gewundert habe. Moment. Ist die nächste Prüfung im Büro des Schulleiters? Das stimmt. Ich hatte gehofft, der Inhaber dieses Amtes würde uns helfen, wenn es soweit ist. Wie viele Prüfungen? Ich weiß gar nicht. Leider scheint sich dieser Schulleiter nur um sich selbst zu kümmern. Dritte oder vierte? Sie müssen sich Zugang zu seinem Büro verschaffen, während er weg ist. Ich verstehe. Also gut. Ich finde einen Weg hinein. Gut. Ich werde Sie dort in meinem Porträt treffen. Bis dahin. Das ist doch so schön, oder? Wenn die Quests immer abgeschlossen werden. Wie das klingt. Was einmal für eine Melodie kommt. Wunderschön. Der Stream von gestern auf Twitch ist leider nicht mehr online. Ah, wir können jetzt die Verbesserung bei ihm kaufen. Das machen wir noch. By the way, Chat, ne? Es gibt viele Streamer, die das so machen wie ich mit dem Let's Play. Und die löschen dann immer die VODs, damit die Leute auf YouTube schauen. Und nicht die VODs nachschauen auf Twitch. Oder die machen sogar VODs auf Only Subs. Zugang zum Büro des Schulleiters. Mach ich alles nicht, ne? Vielleicht kann mir Professor Fick weiterhelfen. Am liebsten machen das Streamerinnen. Hallo. Weil ich denke, schön, jo. Sie wiederzusehen. Wie immer habe ich für Sie einen Sonderpreis. 4000? Für die Verbesserung. Spinnt er oder was? Machen meistens so Poolstreamerinnen, dass die VODs nur für Subs online haben. Eine Besenverbesserung für erheblich mehr Beschleunigung und Geschwindigkeit. Ja, komm. Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. Die neue Verbesserung ist montiert. Ich bin so gespannt, was Sie davon halten. Das mag vermessen klingen, aber... Sie möchten einen noch ausführlicheren Flugbericht? Sie kennen mich gut. Ich habe es fast geschafft. Ich glaube, ich kann das Besenfliegen noch etwas verbessern. Miss Reyes veranstaltet ein Wettfliegen an der Südküste. Ist allerdings nicht ganz ideal, da sich dort Ranrocks Leute und Erschwinderinnen herumtreiben sollen. Aber wenn sie hoch genug fliegen, sollte ihnen nichts passieren. Glaube ich. Glaubt er. Da bin ich unbesorgt, Mr. Weeks. Ich suche dann Imelda. Weeks. Ich hoffe, Sie können die Wettflüge abschließen. Ich habe so das Gefühl, dass diese Verbesserung ein Riesenerfolg wird. Aber passen Sie auf sich auf. Ich freue mich schon darauf, von Ihnen zu hören. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Oh, Weed Wizard wieder. Mods. Erträglich, Dicker. Wie lange? So lange, wie du willst, Only Cyrex. Darum ausprobieren.
Wie viele Stunden hat das Game ungefähr? Also wenn du alles machst, wurde gesagt zwischen 70 und 80 Spielstunden, was ja schon echt eine Ansage ist, ne? Ob es legal ist über Instant Gaming? Ja klar. Oh, Ruckler. Ruckler, Mimuckler. Professor Fig, ich kenne jetzt den Ort der nächsten Prüfung. Hat sich etwas geändert? Lodgok und ich haben erfahren, dass die Kobolde nach einem weiteren Behältnis suchen. Wie dem auf Schloss Rookwood. Außerdem bauen sie riesige Bohrer, die ihnen bei ihrer Suche helfen sollen. Professor Fitzgerald sah sehr besorgt aus. Verstehe. Ich kann mal gucken, wie viel offensichtlich mehr ich hab. Als gedacht. Und die Sir, da ist noch 24 etwas. Wahrscheinlich gerade. Lodgok kannte Miriam. Er kannte Miriam? Sie sind sich auf Schloss Rookwood begegnet. Sie hat dort geforscht. Und den Behälter mit dem Portschlüssel gefunden. Er mochte sie so sehr, dass er sie damit gehen ließ. Entgegen Renrocks Befehl. Da fehlen mir die Worte. Sie konnte wirklich sehr überzeugend sein. Darüber muss ich mehr wissen. Ich würde sogar gerne mit Lodgok direkt sprechen, aber jetzt ja, ist keine Zeit dafür. Was du machen, ist ja trotzdem wo europäischer ist die nächste Prüfung? Ob sie es glauben oder nicht. Im Büro des Schulleiters. Unglaublich. Nun gut, Sie brauchen das Passwort, um am steinernen Wasserspeier vorbeizukommen. Der Hauself des Schulleiters kennt es. Ich kenne den Hauselfen des Schulleiters nicht. Wird er überhaupt mit mir sprechen? Er ist sicher sehr loyal. Das ist er. Sie müssen sich verkleiden. Oh, das ist ein Mondstatue. Ich habe genau recht. Das Richtige. Einen Vielsafttrank. Damit gleichen Sie Professor Black bis aufs Haar. Aber braucht man für den Vielsafttrank nicht etwas von der jeweiligen Person? Und dauert er nicht ewig? Ganz recht. Woher haben Sie den Vielsafttrank, um sich in Professor Black zu verwandeln? Man weiß nie, wann man so etwas gebrauchen kann. Sagen wir einfach, ich hatte nach meiner erfolglosen Reise zum Ministerium das Bedürfnis, auf alles vorbereitet zu sein. So, die Zeit drängt. Trinken Sie, dann erkläre ich Ihnen wie alles krass, weitere. Wie krass sein NPC-Gesicht aussieht im Vergleich zu den anderen, ne? Er sieht so viel besser aus. So viel detaillierter. Oh. Geil. Wie fühlen Sie sich? Oh, unglaublich. Den Geschmack vergesse ich nicht so schnell. Wie klinge ich? Überzeugend. Ich habe Ihre Gewänder noch etwas angepasst. Wie schon erwähnt, benötigen Sie das Passwort von Scrope. Der könnte überall im Schloss sein. Suchen Sie am besten nach Professor Kogawa. Sie liegt dem armen Elf wegen Quidditch in den Ohren, da sie hofft, er könne Black davon überzeugen, seine Meinung zu ändern. Bislang ohne Erfolg. Verstehe. Und was, wenn Professor Black mich sieht? Überlassen Sie das mir. Ich sage ihm, dass wir in Hogsmeade eine Kontaktperson des Ministeriums treffen sollen. Das verschafft Ihnen ausreichend Zeit. Danke, Professor. Wir sehen uns bestimmt in der Kartenkammer. Dankbarkeit aus Professor Blacks Mund zu hören ist ungewöhnlich. Wir sehen uns dort. Ich muss den Hauselfen des Schulleiters finden. Na, ja, jetzt kann ich hier nicht rumzaubern. Dann muss ich es mir merken, dass wir da noch einen Ball abholen können. Dann fehlt uns dann nur noch einer, um die Alohomora-Questline weiterzumachen. Hätten Sie einen Moment, Professor? Professor, ich hatte gehofft, Sie zu erwischen. Oh, ich habe zu tun, Professor Sharp. Viel zu tun. Natürlich, Sir, aber Sie hatten mich nach einem bestimmten Trank gefragt und ich, nun ja. Was? Ach ja, nun, heraus damit, Sharp. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wir sollten das wohl besser nicht hier besprechen, Sir. Ach ja? Warum können wir hier nicht über Tränke reden? Scheint mir in Ordnung. Nun gut, ich habe Ihren Heiltrank gegen Furunkel gebraut. Ich bringe ihn bei Gelegenheit vorbei. Sicher, ja. Kein Grund zur Geheimniskrämerei. Schicken Sie einfach einen Schüler damit los. Einen Schüler? Sicher, Sir. Wie Sie meinen. Das tue ich. Und danke, Sharp. Hoffentlich haben Sie auch genug für mich gebraut. Cringe, das Gespräch. Nun geht es darum, welcher Schüler? Kauen mit offenem Mund? Wo sind Ihre Manieren?
Wenn ich sehe, was in diesen Hallen als Magie durchgeht, dann, dann trau... Was kann der Schulleiter wollen? Gareth, Mr. Weasley, was machen Sie hier? Müssten Sie nicht, irgendwo sein? Ach, Professor, ja, natürlich. Es gibt viele Orte, an denen ich momentan lieber wäre. Brauchen Sie etwas von mir? Ich suche meinen Hauselfen. Haben Sie ihn gesehen? Ah, das einohrige Kerlchen. Ich habe ihn vor ein paar Minuten auf dem Weg zur großen Halle gesehen. Schwärmte von Ihrem guten Benehmen, Sir. Wie ich hörte, können sich Ihre Zaubertränke langsam sehen lassen. Warum bringen Sie nicht eine Probe Ihres nächsten Tranks in mein Büro? Würde ich mir gerne mal ansehen. Was? Ja, Sir. Das mache ich. Danke, Sir. Danke. Weitergehen, Mr. Weasley. Das ist mal was für mein Tagebuch. Hm. Im Augenblick habe ich keine Zeit für Sie. Rein gar keine Zeit. Der Schulleiter? Hier? Was will er bloß? Das nennen Sie glänzende Stiefel? Das geht besser. Professor, auf ein Wort? Oh nein. Professor Black, wie bereits gesagt, Sie können Ihre Entscheidung zu Quidditch immer noch überdenken. Wir könnten immer noch die Auswahl und eine verkürzte Saison haben. Das wäre besser als gar keine. Aber die Verletzung, Madame Kogawa? Professor, so einige Schüler haben hier schon einen Klatscher an den Kopf bekommen. Ich behaupte, das hat ihnen Vernunft eingebläut. Und ihnen geht's gut. Dass es jemand Reinblütiges war, nun ja, das ist noch lange kein Grund... So ein Unsinn, die Gesundheit von Schülern wegen eines albernen Spiels zu riskieren. Ein albernes Spiel? Ich... manchmal sind Sie wirklich unmöglich. Sir, ich würde nur zu gern an die Abteilung für magische Spiele und Sportarten schreiben. Ich würde meinen, Sie hätten etwas Besseres zu tun. Wo ist denn nur mein Elf? Guten Tag, Professor. Und ich habe Scrob in der großen Halle entdeckt. Er scheint mich zu meiden. Warum wohl? Guten Tag, Madame Kogawa. Womit haben wir ihn als Schul... Hallo! Ich meine, aus dem Weg, Kinder. Ist auch irgendein Rätsel, ne? Ja, ich kann gerade nicht zaubern. Schulleiter, ich hoffe, ich habe nichts falsch gemacht. Keine Lust, jetzt hier mit den ganzen NPCs zu reden. Hat jemand meinen Handspiegel mit Elfenbeingriff gesehen? Nein, natürlich nicht. Professor, dürfte ich kurz stören? Oh nein! Hallo, Professor Black. Ah, Professor Weasley, wie, schön, Sie zu sehen. Sir? Da Sie schon mal da sind, könnten wir, uns über Professor Fig unterhalten? Oh, also gut. Ich habe mich entschlossen, ihm etwas mehr, Spielraum zu lassen. Spielraum, Professor? Ist das wirklich so klug? Ich mache mir Sorgen um seine Schüler. Er ist zu selten da. Digga. Bandchat, Mods. Das ist mir klar. Und ich möchte, dass es dabei bleibt. Verstehe. Aber Sir, ich mache mir Sorgen, weil unser Neuzugang der 5. Klasse so viel Zeit fern des Schlosses verbringt. Das sind wir. Angeblich für Professor Fig. Ich habe beunruhigende Gerüchte über diverse Eskapaden gehört. Vom Betreten des verbotenen Waldes bis hin zum Kampf gegen Renrocks Anhänger und Rookwoods Leute. Was? Meine Güte. Sie dürfen nicht alles glauben, Professor. Nein, das dürfen Sie nicht. Ich meine, ich behalte Fig im Auge. Machen Sie einfach so wunderbar weiter wie bisher. Einfach wunderbar. Danke, aber ich gehe dem gerne mal nach. Gut, das wäre alles, Weasley. Ich meine Professor Weasley. Guten Tag. Wunderbare Arbeit. Spielraum für Professor Fig. Ich werde diesen Mann...
Das sollte Professor Fig Zeit verschaffen. Scrope arbeitet so hart wie jeder andere Hauself auch. Achtung, Schüler! Hiermit verfüge ich, dass die große Halle fortan mit den eleganten Bannern von Ravenclaw geschmückt wird. Ich beantworte derzeit keine Fragen. Oder überhaupt jemals. Okay. Scrope! Ich grüße Sie, Meister. Wie war noch Rex, gleich das für den Passwort für mein Büro? Oh, aber der Meister ließ Scrope schwören, es keinem zu sagen. Nicht mal dem Meister selbst. Wie kannst du es wagen, mich in Frage zu stellen? Gleich setzt's was. Ja, Sir. Natürlich, Sir. Wie Scrope der aussieht. Um Vergebung. Es ist das Familienmotto der Blacks, Meister. Ja, natürlich. Der Meister erinnert sich doch sicher? Etwas mit meiner Familie, stets reinblütig. Es lautet, stets reinblütig, nicht wahr? Knapp, Meister. Scrope denkt, dass der Meister Scrope testet. Es ist stets reinblütig. Selbstverständlich. Aber auf Französisch, wie der Meister weiß. Ja, natürlich. Ich will, dass du es für mich aussprichst. Der Meister weiß, dass Scropes Französisch hundsmiserabel ist. Na gut. Toujours pur. Ha, danke. Und sprich nie mit mir oder sonst wem über diese Unterredung. Natürlich, Sir. Scrope wird sich bemühen, dem Meister aus dem Weg zu gehen. Oh. Der Vielsafttrank lässt nach. Ich sollte lieber verschwinden. Oh. Oh. Boah, nee, ne? Gerade so geschafft. Der Trank lässt nach. Fig hatte recht. Oh, Gott sei Dank. Es hat wirklich geklappt. Und nun mit dem Passwort zum Wasserspeier. Alo, Homura. Revelio. Wir treffen uns in der Nähe von Hogsmeade und überlegen uns einen Plan. Ich glaube, ich weiß, wie und wo ich Red Reaper mal wieder mit den Fünf. Na, schieß. Treff mich im verbotenen Wald. Lass meine Nierpie eine Bombe glühen, Chat. Danke für die Fünf. An die Community. Oh, wo bleibt der Brief von Sebastian? Ich bin so sauer. Sauer. Tritt das Büro des Schulleiters. Na, scheiß auf die Perle im Büro von Fig. Da müssen wir ja irgendwann sowieso nochmal hin. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ach hier! Descendo! Welcher Spell war's? Leviose! Revelio! Ich fürchte, den letzten Todesfluch gibt es richtig spät erstmal. Aber dann hat man wenigstens was, worauf man sich freuen kann. Gibt es eine Displayed-Aktion? Muss mal kurz nachgucken. Ich habe es mir aufgeschrieben. Moment. Ah, hab's gar nicht auf Abruf. Ich glaube, müsste wieder eine sein. Also, Prozente gibt es immer über meinen Link, ne? Aber. Rebellion.
Vielleicht auch ein paar mehr. Na komm, wenn wir hier gerade beim Rätsel sind. Füllen den Aal. Minus 3 sind 16. 16 minus 9 sind 7. Also. Minus 2 sind 21, minus 15 sind 6. Echse. Rebellion. Das hast du ausprobieren gelöst. Das heißt, du hast alle Variationen durchprobiert. Das dauert doch ewig. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Rebellion. Eigentlich sind 80 EP, nur dafür, dass du so eine Seite aufhebst, schon ziemlich viel, finde ich. Wenn manche Missionen nur 280 geben, ne? Wieder alles hochrangige Schlösser. Rebellion. Als ob Dumbledore hier immer hochgelaufen ist. Der hat sich doch safe einfach rein teleportiert. Der Wasserspeier. Hier muss ich das Passwort sagen. Das hier ist auch so ein spezielleres Rätsel, ha? Toujours pur. So geil. Ob alle großen Zaubererfamilien Mottos haben? Erstmal beim Schulleiter paar Schlösser knacken. Schön, Sie zu sehen. Zum Glück hat Professor Fick schnell mitgedacht. Und jetzt? Nähern Sie sich dem Podest im Vorraum und lesen Sie das Buch, das erscheint. Was erwartet mich denn in diesem Buch? Eine Geschichte. Vielleicht erkennen Sie einige Elemente wieder, denn ich wurde von einer Geschichte inspiriert, die viele Zaubererkinder kennen. Ich vermute, es geht um mehr als nur ein Buch zu lesen. Ihre Vermutungen sind richtig. Wir sprechen, wenn Sie fertig sind. Hat der Schulleiter das die ganze Zeit über nicht bemerkt? Das muss das Podest sein.
Luxusmantel. Revelio. Könnten die entsprechenden Bilder ihn nicht verraten? Eigentlich schon, ja. Ja, hast du recht. Just Luki. Wo bin ich? Professor Fitzgerald, hören Sie mich? Ich bin hier. An diesem Ort können Sie mich Neef nennen. Sie werden eine Fabel erleben. Passen Sie auf. Die Dinge sind nicht immer, wie sie scheinen. Gehen Sie schnell und vorsichtig vor. Nutzen Sie unterwegs die Werkzeuge, um mich zu finden. What the fuck? Zuerst brauchen Sie einen Umhang. Hier wie auch im Leben nimmt der Tod viele Formen an. Meiden Sie sie um jeden Preis. Was geht da ab jetzt, Mann? Richtig gut gemacht, ja. Ich hätte weglaufen sollen. Aber auch gruselig. Ich sollte weiter, solange ich kann. Neef muss hier sein. Ich muss den richtigen Moment abpassen. Das ist meine Chance. Ich komme, Neef. Ich muss den richtigen Moment abpassen. Ich bin doch eigentlich unsichtbar, oder nicht? Sie sind weg. Vorerst. Ich muss hier verschwinden, wo Neef wohl steckt. Ich muss den richtigen Moment abpassen. Ist eine Treppe. Oder bei mir kickt gerade ein Gena nach dem nächsten rein. Was ist da los, Mann? Der Tod. So einer Mission hätte ich nicht gerechnet. Eine Leiter. Vielleicht finden Sie mich nicht, wenn ich hochklettere. Ich sollte weiter, solange ich kann. Neef muss hier sein. Es sind zu viele. Ich muss die Straße schnell überqueren.
da muss ich hin. Ich muss einen Weg an ihnen vorbeifinden. Da lauert nur mehr Gefahr. Es muss noch einen anderen Weg geben. Ich muss umkehren. So komme ich nicht an ihn vorbei. Verschlossen. Die Tür scheint der einzig sichere Weg zu sein. Erstmal im Traum einen Megapowertrank looten. Das ist meine Chance. Dort geht es weiter. Ich bin unsichtbar. Der hat einfach den Tarnumhang. Wahrscheinlich sogar der einzig wahre Tarnumhang. Sie können mich nicht sehen. Ich kann mich ihnen nähern. Na, Chat, es gibt ja ganz viele Tarnumhänge, aber die meisten sind nicht so gut und aufspürbar. Aber es gibt einen ultimativen Tarnumhang. Aber wo bist du, Neve? Unaufspürbar. Der Teil der Heiligtümer ist. Und das ist auch so krass, dass man bei den Harry Potter Filmen das am Anfang gar nicht weiß, was da eigentlich Harry vererbt bekommen hat. Sie sind dem Tod entgangen, aber sie haben mich noch nicht gefunden. Suchen Sie weiter. Doch diesmal können Sie sich nicht verstecken. Nutzen Sie den Zauberstab vor Ihnen. Vergeuden Sie nicht seine außergewöhnliche Macht. Ich habe noch nie so eine Macht gespürt. Bombarda! Oh, ich hab vorgegebene Spells. Okay. Chat, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. In den Büchern und in den Filmen. Von wem bekommt Harry den Tarnumhang? Das ist ja ein Erbe von seinem Vater. Aber hat ihn Dumbledore den geschickt? Defendo, Protego, Bombarda, Descendo. Von Sirius? Sein Partneronkel hat den aufbewahrt. Aber war er davor tatsächlich im Besitz von seinem Vater? Also von James Potter? Protego, Depulver, Descendo.
da frage ich mich, wie ist James an den fucking Tarnung angekommen von den Heiligtümern des Todes, Mann. Defendo. Depulso. Defendo. Descendo. Bombarda. Descendo. Defendo. Potendo. Supo. Bombarda. Defendo. Boah, 1011er-Crit. Das sieht mir doch am geilsten aus. Der Umhang ist der einzige, der konstant vererbt wird. Was ich an den Heiligtümern des Todes so geil finde, ist die Geschichte dahinter mit dem Tod. Obwohl es natürlich drei extrem mächtige Zauberer waren, die erschaffen haben. Aber die hätten halt wirklich dem Tod gehören können, weil die so mächtig sind. Boah, die normalen Autotext sind auch geil. Das macht ja gerade so Laune. Boah! Oh, Gänsehaut bekommen gerade. Hey, ich war an der Konteranimation, das ist unfair. Defendo. Irgendwie geht der Konter manchmal nicht dafür. Ach, jetzt komm schon. Bombarda. Defendo.
Ihr Schweine! Was das One-Hit macht, ist so krass. Hey! Mann, ihr Nuttensöhne. Ach, jetzt komm! Endlich die Ruhe, Mann. Warum können denn immer noch mehr? Let me out! Mächtiger Elderstab. Am Arsch, Digga. Miki hat das ohne Tränke geschafft. Ja, seine fette Bampe hat auch die Gegnerzauber abgewehrt. Ein schlichter Stein. Der muss für mich sein. Ich verdrück mich leider immer noch mit den Pedals mit dem neuen Controller. Guter Punkt. Finde ich auch. Sie sind noch lange nicht fertig. Gehen Sie durch die Trauernden vor Ihnen. Nichts ist, wie es scheint. Unfassbar, dass sie tot ist. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass wir in der Story die Heiligtümer des Todes sehen. Und das hat auch niemand gespoilert. Das ist das Geile. Ich wusste davon nichts. Ultra krass. Sie haben mich gefunden. Doch sie können Geschehenes nicht rückgängig machen. Die Magie des Steins beschwört nur einen Schatten meiner selbst.